Fühlen Sie sich manchmal machtlos gegenüber den Launen des Lebens? Was, wenn ich Ihnen sage, dass es eine tausende Jahre alte Methode gibt, um diese Ohnmacht in Stärke und Gelassenheit zu verwandeln? Bleiben Sie dran, um zu entdecken, wie Sie Ihr Leben mit dieser kraftvollen Weisheit verändern können. Hua, liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Ich bin Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts, der stoische Pirat. Heute präsentiere ich euch einen Game Changer, für eure Lebensreise, nämlich die stoische Dichotomie der Kontrolle. Klingt erstmal ein bisschen nach Elfenbeinturm, ist aber ein absolut einfacher Schlüssel zu einem glücklicheren und erfüllteren Leben. Es geht nämlich um die einfache, aber kraftvolle Einsicht, dass wir über manche Dinge Macht haben und über viele andere eben nicht. Die wahre Magie liegt darin, den Unterschied zu erkennen. Epiktet, einer der großen Köpfe der Stoiker, hat es eindeutig gesagt. Das Wichtigste im Leben ist zu erkennen, was in unserer Kontrolle liegt und was nicht. Was Epiktet damit sagen will, investiert eure Energie in das, was ihr wirklich beeinflussen könnt. In eure Handlungen, eure Entscheidungen und eure Reaktionen. Alles andere lasst es sein. Auch wenn es sich um Unvorhersehbares handelt, wie die Handlungen anderer oder die Launen des Schicksals. Denkt zum Beispiel an den schwierigen Kollegen, Arbeitskollegen oder die nervige Nachbarin oder das mühsame Vereinsmitglied. Ihr wisst genau, ihr könnt diese Menschen nicht ändern, so sehr ihr es auch wollt. Aber hier wird es entscheidend. Was diese Menschen tun, liegt nicht in eurer Hand. Aber wie ihr darauf reagiert, das liegt ganz bei euch. Ruhe bewahren, Verständnis zeigen oder klare Grenzen setzen, das könnt ihr steuern. Verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht darum, aufzugeben. Es geht darum, klug durch das zu navigieren, was wir beeinflussen können. Es geht darum, unseren Frieden und unsere Integrität zu wahren, egal was für Stürme draußen toben. Es geht darum, unsere Energie dort einzusetzen, wo es sich lohnt. Okay, ich glaube, wir sind uns einig, dass das Leben nicht immer leicht ist, oder? Wir alle haben unsere Päckchen zu tragen. Mein Lehrer konnte mich nicht leiden. Der Trainer hat mein Talent nicht erkannt. Ich hatte keinen leichten Start, weil ich in eine arme Familie geboren wurde. Ich bin nicht so groß geworden, wie ich gern möchte. Mein Chef hat den Schleimer bevorzugt. Kommt euch das alles bekannt vor? Natürlich. Und warum? Weil wir oft auf das schauen, was wir nicht ändern können. Das ist wie das Weinen über verschüttete Milch. Es bringt einfach nichts. Deshalb macht jetzt Schluss damit. Es ist Zeit, sich auf das zu konzentrieren, was man ändern kann. All die Energie, die ins Jammern fließt, ist verschwendet. Lasst uns das ändern, anstatt sich in Selbstmitleid zu baden, überlegt mal, was ihr wirklich ändern könnt. Und wisst ihr, was ihr immer ändern könnt? Euch selbst. Und hier kommt, hört auf, euch Sorgen über Dinge zu machen, die außerhalb eurer Kontrolle liegen. Das ist, als würdet ihr versuchen, den Regen aufzuhalten. Es ist zwecklos. Fokussiert euch auf euch selbst. Ihr
könnt euch immer verbessern. Wir können uns immer verbessern. Lest ein Buch, lernt was Neues, sprecht mit Menschen, die etwas zu sagen haben. Trefft Leute, die euch zum Lachen bringen und zum Nachdenken anregen. Helft jemandem. Bewegt euch, treibt Sport. Tut Dinge, die euch und die Menschen um euch herum glücklicher und besser machen. Hört auf zu klagen und euch über Unabänderliches zu grämen. Es bringt nichts. Sorgt euch lieber darum, nicht die beste Version von euch selbst zu sein. Denn besser zu werden, das liegt in eurer Hand. Das liegt in unserer Hand. Machen wir uns doch besser. Nehmen wir uns doch vor, uns jeden Tag ein bisschen zu verbessern. Das liegt nämlich ganz bei uns. Also worauf warten wir? Lasst uns starten. Jetzt fordere ich euch alle heraus. Nehmt euch einen Moment Zeit, über etwas nachzudenken, das euch stört oder euch Sorgen bereitet. Fragt euch, kann ich wirklich was daran ändern? Wenn die Antwort Nein ist, dann beginnt loszulassen. Konzentriert euch stattdessen auf das, was ihr beeinflussen könnt. Eure Gedanken, eure Reaktionen und die nächsten Schritte, die ihr machen wollt. Also hier noch einmal eure Mission. Wählt etwas aus, worüber ihr euch bisher beschwert habt. Etwas, das ihr nicht ändern könnt. Und dann lasst es los. Dann findet eine Sache an euch, die ihr verbessern könnt. Und fangt an, daran zu arbeiten. Das ist euer Auftrag. Ich lade euch auch ein, eure Erlebnisse mit mir zu teilen. Engagiert euch und erzählt mir, wie die stoische Herangehensweise, sich auf das zu konzentrieren, was wir kontrollieren können, eure Perspektive auf euren Weg verändert hat. Wir sind hier, um uns gegenseitig mit Geschichten über persönliches Wachstum und Resilienz zu inspirieren. Marcus Aurelius sagte einmal, du hast Macht über deinen Geist, nicht über äußere Ereignisse. Erkenne dies und du wirst Stärke finden. Genau diese Stärke wollen wir uns zunutze machen. Indem wir uns auf das konzentrieren, was wir kontrollieren können und lernen, das zu akzeptieren, was wir nicht kontrollieren können, finden wir nicht nur Frieden, sondern ermächtigen uns auch dazu, das Leben mit einem neuen Sinn für Zielstrebigkeit und Widerstandsfähigkeit zu meistern. So, das war's für heute. Liebe Piraten, ich hoffe, ich konnte euch ein wenig inspirieren oder euch zumindest etwas zum Nachdenken anregen. Vergesst nicht, den Podcast Der Stoische Pirat zu abonnieren und schaut auch mal auf meiner Webseite www.müllermatthias.ch, Müller mit UE, Matthias mit einem T und H geschrieben, vorbei. Okay, that's it. Macht es gut und bis bald. Thank you for listening to the podcast of the Stoic Pirate. Come back again to our quest for the treasure of the good life.